Hey, hallo. Wie kommen Sie mit Ihren Ermittlungen voran, Blanc? Besser als Sie, möchte ich wetten. Wen halten Sie für den Mörder? Rogers natürlich. Nach meiner Erfahrung ist es fast immer ein Diener. Und er ist der Einzige, der noch lebt. Rogers Hintergrund mag wie ein offenes Buch erscheinen. Vielleicht hatte er ein Motiv, seine Frau zu töten, aber warum die anderen? Der Richter glaubt, dass es ein Wahnsinniger ist. Das ist Motiv genug. Selbst Wahnsinnige haben Motive, die für sie einen Sinn ergeben. Mag sein. Da ich keiner bin, habe ich dazu keine Meinung. Das war ärgerlich. Irgendeine Idee, wer das nächste Opfer von Mr. Owen sein könnte? Ich bin für ihn die größte Gefahr. Ein professioneller Ermittler? Er kann von Glück reden, dass er so lange unentdeckt blieb. Ich arbeite mich heran, und das weiß er. Das wäre alles im Moment, Mr. Blanc. Inzwischen müssten alle anderen schlafen. Die noch wach sind, haben bestimmt nichts Gutes im Sinn. Ausgenommen meiner Wenigkeit. Ja, komm, hör auf, da rum zu gestikulieren und mach. So, wir machen das. Ich mache das jetzt in der abgekürzten Variante. Die schlafen, da kann man wieder in den Raum reinspazieren. Das heißt, beim Doktor, beim Richter und bei den ganzen anderen Typen. Zwei sind aber unterwegs, das ist einmal Blore und einmal Lombard. Lombard versteckt sich, glaube ich, bei der Vera, ist der, glaube ich. Lalala, hier. Alles hier? Nein. Falsche Zimmer. Verdammt. Da müsste dann der Richter sein. Hier. Nein, wieder falsch. Aber hier. Fest verschlossen. Nein. Aber hier. Es ist abgeschlossen. Nein, aber hier. Nein, nein. Hallo? Welches Zimmer ist sie denn? Hier? Okay, hier ist der besoffene Doktor. Dann wird hier bestimmt das Bad sein oder der Richter. Ich kann es nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Okay. Hab ich eine Tür übersehen? Guck mal hier noch? Nein. Ist er denn hier? Ah. Nein, Philipp, Sie können nicht hereinkommen. Meine Absichten sind absolut ehrenhaft. Ich bin hier, um Sie zu beschützen. Ich würde ihm nicht glauben. Patrick! Sind Sie auch hier, um mich zu beschützen? Wenn nötig, ja. Das ist sehr ritterlich von Ihnen. Wenn es stimmt. Ich habe nur Ihre besten Interessen im Sinn. Ich auch. Gentlemen, vielen Dank, dass Sie sich um mich sorgen, aber ich komme schon klar. Ich werde Möbel vor alle Türen stellen. Ich glaube, wir brauchen alle unseren Schlaf. Bitte entschuldigen Sie mich. Raus heißt das auf Deutsch. Einen Rat, Narrowcut. Sie mögen den Mörder bekommen, aber ich habe vor, das Mädchen zu bekommen. Und wenn sie der Mörder ist? Tja, das würde für recht spannende Abende daheim sorgen, nicht wahr? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich etwas hinlege. Ich kann die Augen kaum offen halten. Tja. Wir sind heute früh alle ein bisschen spät dran. Ich habe tief und fest geschlafen. Das Ergebnis eines reinen Gewissens, Doktor? Oder nur eines Schlummertrunks? Unangebracht, Richter. Völlig unangebracht. Kein Kaffeeduft. Der Herd in der Küche ist kalt. Wo bleibt das Frühstück? Wir haben uns gerade dasselbe gefragt. Miss Brand ist nicht in ihrem Zimmer. Ist sonst jemandem aufgefallen, dass die Esszimmertür abgeschlossen ist? Rogers hat das gemacht. Damit keine Matrosenfigürchen mehr zerbrochen werden. Er hat das Pferd beim Schwanz aufgezäumt, wenn Sie mich fragen. Die Küchentür nach außen ist ebenfalls abgeschlossen. Vielleicht hat der Brennholz für den Ofen. Das gefällt mir gar nicht, muss ich gestehen. Sowohl Rogers als auch Miss Brent fehlen. Mr. Narrowcut, wären Sie so nett, sich draußen umzusehen? Natürlich. Gut. Sie haben sicherlich nichts dagegen, wenn ich mich anschließe. Da ist Miss Brent. Guten Morgen, Mr. Narrowcut.
Ich fürchte, das Meer ist so unruhig wie je. Ich bezweifle, ob wir ein Boot vom Festland heute sehen werden. Sind Sie auf der Insel etwa alleine herumgewandert, Miss Brent? Ist Ihnen nicht klar, dass das außerordentlich töricht war? Ich bin in keiner Gefahr, wenn ich allein bin, Mr. Brawl. Oh mein Gott. Sie begreift es überhaupt nicht. Ich bleibe bei Ihnen, Narricott. Lassen Sie uns Rogers finden. So, wenn er Holzhacken ist, dann gehen wir mal zur Hütte gucken. Die Hütte war, glaube ich, hier unten. Oh ja, da liegt er. Rogers! Verdammt, entweder ist er um 5 Fuß größer geworden oder... Sauber in 2 Hälften geteilt. Tot natürlich. Ja, wir brauchen Dr. Armstrong nicht, um uns das zu bestätigen. Oder um die Todesursache festzustellen. Die Axt wurde sauber gewischt. So ordentlich wie er war, würde das Rogers gefallen. Die Schlüssel zum Esszimmer nehme ich an. Er hielt sie in der Hand. Gut. Rogers ist jetzt in seinem Schlafzimmer. Schauen Sie! Wieder einer weg. Kapitel 5. 6 kleine Leichtmatrosen liefen ohne Strümpf. Einen stach die Biene tot. Da waren's nur noch 5. Mein Kompliment an das Kräftchen und Mr. Blanc zu diesem Frühstück. Wir müssen essen, um bei Kräften zu bleiben. Ich bin ein häuslicher Kerl. Das macht mir nichts aus. Da jetzt sicher ist, dass der Mörder sich an den Reim über dem Kamin im Salon hält, ist unser weiteres Vorgehen klar. Miss Brent, Sie sind allergisch gegen Bienenstiche. Der nächste Matrose soll auf diese Weise den Tod finden. Wir werden unser Äußerstes tun, um Sie zu beschützen. Ich möchte etwas sagen, da Mr. Owen zweifellos hier in diesem Zimmer unter uns weilt. Die anderen mögen dessen schuldig sein, was sie auf ihrer Schallplatte behaupten. Aber ich bin nicht schuldig. Beatrice Taylor starb an ihren eigenen Sünden, nicht durch meine Hand. Ich bin sicher, Sie haben jetzt erkannt, dass Sie mich irrtümlicherweise hierher eingeladen haben, um Ihr Urteil zu vollstrecken. Das ist eine dreiste Rede, wenn Sie mich fragen. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Miss Brent, Sie können nicht davon ausgehen, dass sich Owen rational verhält. Wenn Sie gesehen hätten, was er Rogers antat. Doktor, ich würde Sie bitten, Ihre Meinung für sich zu behalten. Da sie aus einer Flasche kommt, ist sie ohnehin wertlos. Was fällt Ihnen ein? Ich bin sicher, Mr. Owen und ich verstehen einander. Ich werde jetzt mein Strickzeug holen. Ich bin auf der Terrasse, falls mich jemand braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau jemals von irgendjemandem gebraucht wird. Wenn Sie mich entschuldigen, ich gehe kurz auf mein Zimmer und erfrische... Ich meine... Mr. Narracott, ich bin enttäuscht, muss ich sagen. 4 Tote inzwischen. Mein Vertrauen in Sie scheint deplatziert zu sein. Vielleicht muss ich direktere Schritte unternehmen. Gut. Es hat einen Mord gegeben. Ich sollte doch diese Zeit nutzen, um gründlich nach Hinweisen zu suchen. Gucken wir mal, wer steht denn hier noch im Raum? Hier ist keiner mehr. Also gehen wir raus. Hallo. Hallo, hallo. Einmal hoch. Ja, das kennen wir doch. Gehen wir da geradeaus. Was ist hier im Kopf? Nein. Was war hier? Was war hier? Gehen Sie bitte weg. Ich will niemanden sprechen. Okay, damit habe ich schon das erreicht, was ich wollte. Und dann gehen wir runter ins Spielzimmer. Ich glaube, da steht der Richter. Es kann nicht viel Spaß machen, allein Spiele zu spielen. Der Doktor scheint im Moment kein Interesse an Snooker zu haben. Außerdem entspannt mich das Spielen. Ich kann klarer denken. Es tut mir leid, dass Sie denken, ich hätte Sie enttäuscht. Überhaupt nicht, mein Junge. Meine Kritik galt den Ohren von Mr. Owen. Ich sehe keinen Grund, alles auf eine Karte zu setzen, um ihm dann meine Karten zu zeigen. Ich verfolge im Moment mehrere Strategien. Ich spiele gegen Sie. Ich möchte lieber alleine weiterspielen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Außerdem haben Sie sicherlich Wichtigeres zu tun, als Kugeln in Löcher zu stoßen. Ich kann auf was anderes in Löcher stoßen. Haben Sie irgendeinen Vorschlag für mich? Das ist das erste gute Wetter seit gestern früh.
Ich würde das ausnutzen, um dem Festland ein Zeichen zu geben. Oder um zu versuchen, von der Insel zu entkommen. Schönen Tag noch, Richter. So, um den Richter ein bisschen gesprächiger zu machen, drücken wir ihm jetzt die Pfeife in die Hand. Obwohl ich das Rauchen nicht billige, wer bin ich, dass ich einen Richter richte? Können Sie mir bestimmt nicht sagen, worauf Sie hinaus wollten, bezüglich Marstons politischer Ansichten? Marstons Familie war wütend auf ihn, weil er sich einer Londoner Gruppe angeschlossen hat, die von Herrn Hitlers Expansionspolitik begeistert ist. Es ist immer traurig, wenn der jüngere Sohn einer großen Familie auf Abwege gerät. Ich weiß Ihre Offenheit zu schätzen, Richter. So, damit hätten wir das auch erledigt. Einmal in den Filmraum. Der ist nämlich jetzt leer. Hui! Einmal hoch das Ding. Da steht was. Das ist sicher eine Art Hinweis. Hui! Hui! Dann gucken wir uns das mal an. Feuer! Noch 9. Tja, was bedeutet das, noch 9? Ich weiß es nicht. Ich frage mich, was das sollte. Da ist jetzt eine Filmspule drauf. Eine Filmspule, eine Filmrolle. Eine Filmspule, ist richtig. So, dann müssen wir einmal Russ. Ich muss gerade mal was nachschauen. Ja, das haben wir schon. Dann kann ich das machen. Und das machen. Ausgezeichnet.